So Leute, willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet. Ich war eben schon ein bisschen unterwegs, habe sonst nichts gemacht, keine Angst, ihr verpasst nichts. Wir möchten in dieser Folge keine Mission machen. Vielleicht am Ende, wenn noch genug Zeit ist, aber ich glaube nicht. Denn ich habe mir mal die Karte etwas angeguckt und wir wollen heute etwas. Ich muss nach draußen gehen. Und wir wollen heute mal etwas in die frische Luft gehen, nicht in der uligen Stadt sein. Deswegen habe ich mir vorgenommen, hier ganz hinten ist nämlich eine Seilbahn. Und passt auf, Leute, wenn ihr die hinfahrt, sie ist wirklich legendär. Ich finde sie einfach nur. Da hat Rockstar echt große Arbeit geleistet. Es macht wirklich sehr viel Spaß, diese Strecke da zu fahren. Aber ihr werdet auch sehen, warum. Es sind 9 Kilometer, es ist eine Strecke, für die brauchen wir wahrscheinlich 10 Minuten, weil ich will die am Anfang pese ich da durch, aber am Ende will ich echt ordentlich fahren. Ja, ich bin nie mit dem Auto durch, aber das wird nicht so viel Spaß machen. Ich habe da was vorbereitet, nämlich das geeignetste Motorrad, wie so ein, hier so ein, ja, wie heißen die? So ein Outdoor-Teil einfach. BMX. Motocross, keine Ahnung. Ja, Motocross, glaube ich. Ja, wir machen es mal auf dem Weg. Denn das ist wirklich richtig geil. Finde ich zumindest. Jetzt nicht, ja, geil, keine Ahnung. Weil es einfach richtig geil aussieht und. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, wenn am Ende noch Zeit ist, werden wir noch irgendwie eine kleine Nebenmission machen, um damit die Folge zu beenden. Aber das möchte ich auf jeden Fall mal zeigen, damit man auch mal was anderes sieht, als anstatt hier die ganze Zeit nur in der Stadt rumzulungern und die Mission zu machen. So, ja, die Strecke, ja, zieht sich jetzt 3 Kilometer auf diesem Highway hier lang. Nur die kriegt man ja nicht lang schnell durch mit dem Motocross hier. So dass man dann bald auf die Landstraße kommt. Ich suche jetzt noch einen halbwegs guten Radiosender. Denn gleich sage ich nichts mehr. Oh, bin ich falsch? Scheint. Oh scheiße, ich hätte abfahren sollen. Ja, denn dann sage ich nichts mehr, denn dann lasse ich euch das einfach mal genießen. Ja, also am besten zu fahren ist diese Strecke wirklich Motocross. Da sind viel Wanderer unterwegs, nur wandern. Das möchte ich euch nicht antun. Ich glaube, dann sind wir hier ein paar Folgen unterwegs. Deswegen, wir machen Worldwide FM. Da ist immer mal was Anständiges dabei. Jetzt fängt es auch an dunkel zu werden, dann ist das vielleicht noch geiler. Denn ich kann euch versprechen, man wird, wenn das so ist, ich habe das hier noch nie gesehen in GTA, würde man einen richtig geilen Sonnenuntergang sehen. Deswegen beeile ich mich, nicht dass der mir hier zuvorkommt. Ups. Na, wir werden wahrscheinlich zu langsam sein. Das ist jetzt schade. Ich hoffe, am Ende ist es nicht zu dunkel. Da muss ich mal überlegen, was ich machen werde. Das ist jetzt schade. Aber ich gebe Gas. So, die Landstraße beginnt jetzt gleich und ab dann möchte ich eigentlich nichts mehr sagen, denn dann lasse ich euch einfach nur noch. Oh, Scheiße. Genießen. Alles klar, viel Spaß. Thank you.
So Leute, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Im Moment ist es echt schade, dass es schon ein bisschen dunkel ist, weil hier unten würde man richtig schön die Landschaft unten noch. Und das ist einfach richtig geil, auch die Strecke hier hochzufahren. Ich glaube, das ist ja auch so ziemlich der höchste Punkt in ganz GTA. Auch klasse macht mit dieser Gondel, mit der man hier wieder runterfahren kann. Und ich hoffe, die ist jetzt noch in Betrieb, sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Aber das ist wirklich richtig geil. Aber der Höhepunkt kommt noch. Ich hoffe, es ist eins hier. Perfekt. Ah, okay. Also ich glaube, Gondel fährt keine mehr. Ah doch. Ach, bin ich. Aber das ist ja ein bisschen langweilig, deswegen dachte ich mir, machen wir was anderes. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. So, mitten am Abgrund. Und los. Oh, das war ganz schön knapp eben. Aber jetzt können wir hier richtig geil über den Fluss gleiten. Richtig klasse. Mit Blick da oben auf den Berg. Also ich glaube, es ist wirklich der höchste Punkt hier in ganz GTA. Richtig geil. So, wir versuchen da unten mal zu landen, denn ich glaube, da waren ein paar Boote. Dann fahren wir nämlich schön mit dem Boot wieder zurück. Und damit können wir die Folge dann, denke ich, auch beenden. Also Leute, GTA ist wirklich nicht nur gerade in diesem GTA abschlachten, töten und titten. Nein, es hat auch richtig geile Seiten, wie man jetzt gesehen hat. Ja. Also wer das noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall eine richtige Empfehlung dafür. Es macht richtig Spaß, auf jeden Fall. Was macht er, wenn ich... Ich kann sogar schießen. WTF? Wir wollen aber über den See. Wir werden hier mal irgendwie versuchen zu landen. Hier müsste es ja auch ein paar Boote geben. Hoffe ich mal. Eins Landung noch hingelegt. Nein, die Waffe stecken wir mal lieber weg. Denn wir suchen jetzt ein Boot. Das ist aber nicht nett. Ich glaube, da muss ich mir dein Auto ausborgen. Nein, 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 nein. Ich will den Caddy. Geiles Ding. Weg mit dir, Fettsack. Oh, wie geil.
So, wir begeben uns jetzt einfach mal auf die Suche nach irgendwas Schwimmbaren. Oh, scheiße. Wir finden überhaupt irgendwie was. Oh, was ist denn? Was ist denn hier los? Ah, ich glaube, da ist aber nichts, außer vielleicht so eine kleine Drogenparty. Aber egal. Hier eine geile Schanze. Wir müssen mal ein Boot finden. Aber hier ist nirgends was. Das ist schlecht. Dane. Da ist was. Hallo. Was mache ich denn? Erstmal muss ich gucken, wo wir denn genau hin müssen, damit wir uns hier nicht verfahren. Auf jeden Fall hier irgendwie hin. Also genau in die andere Richtung. Hä? Moment mal. Doch, hier müssen wir richtig sein. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch ein besseres Boot. Warte, hier, da drüben sind wir mit dem Fallschirm gelandet. Und das ist ja doch ein Boot. Ja, natürlich ist es ein Boot. Wir gucken hier nochmal. Weil ich hätte gern eins mit einem Doppelmotor. Nämlich, das ist dann nämlich schneller. Hier sind auf jeden Fall welche, aber hier ist schon mal keins. Sonst ist da keins. Okay, dann wollen wir da vorne noch mal gucken. La la la. Wird aber auch ein gleiches sein, oder? Ja. Oh, wie geil das Wasser aussieht. Da oben waren wir. Haha. So, hier haben wir auch nichts, aber wir holen uns trotzdem das mal, weil das trotzdem etwas schneller sein wird. Ja, springen ins Wasser.
Was auch geil, den Berg hochzufahren wäre, hat man ja gesehen, da waren manche Leute auf dem Quad. Das wäre auch richtig geil gewesen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Motorrad, hat man ja gesehen, eigentlich richtig schlapp gemacht hat, als es da steil berg hochging. Ich muss mal gucken, komme ich hier durch? Ich sogar. Also irgendwie quetschen wir uns hier jetzt einfach mal durch. Hauptsache, wir kommen ein bisschen weit. Können wir den Rest noch mit dem Auto zurück? Das Boot wird uns hier eh gleich in den Arsch gehen. Und jetzt war's das auch, oder? Nein. Ah, scheiße. So, jetzt kommen wir nochmal rückwärts und geradeaus los. La la la. Naja. In den letzten Folgen war echt nicht viel zu sagen irgendwie. Also ich kann sagen, ich habe die Folge heute jetzt. Donnerstag 22:36 ist es gerade. Wahrscheinlich wird sie, ich vermute mal, irgendwie Samstag oder so erst kommen. Oder ne, morgen wahrscheinlich. Oder Samstag, kann ich jetzt echt nicht sagen. Morgen Abend wahrscheinlich dann. Weil, ich sag mal, wenn ich 20 Minuten Gameplay mache, brauche ich wirklich 3 Stunden zum Aufnehmen, zum Hochladen. Ja, weil. Ich weiß auch nicht genau warum. 20 Minuten fürs Bearbeiten und überhaupt herstellen. Und ja, dann gehen nochmal 3 Stunden immer fürs Hochladen drauf. Internetleitung ist bei mir eigentlich mittelmäßig bis gut. Also es reicht aus, ne? Bei sehr guter Verbindung wird es wahrscheinlich auch so 1 bis 2 Stunden dauern. Es ist halt einfach lang und ja, ich lasse heute meinen Computer mal durchlaufen, weil ich echt, ich glaube sogar so 4, 5 Gameplays vor diesem hier habe. Und ich habe keinen Bock, dass ich die alle aufstauen, weil ich habe halt im Moment richtig Bock, GTA zu spielen. Nur so schnell kann ich die Gameplays gar nicht reinstellen, deswegen habe ich jetzt so 10 in der Warteschleife. Ja, und das ist ja nicht so schön. Weil das Game macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste. Mal gucken, ob ich heute noch eins mache. Ich hätte nämlich richtig Lust, nochmal eine Mission zu machen. Und wo sind wir eigentlich? Wir müssen genau in der falschen Richtung sein.
versuchen uns hier einfach mal einen Heli zu holen. So. Hier müsste doch eigentlich genug Platz für einen Helikopter sein. Dann wollen wir doch mal gucken. Aber normales Flugzeug würden wir hier auch hinkriegen, also. Aber Heli ist leichter. Geht doch. Gleich beim ersten Mal. Supi. Dann wollen wir jetzt nämlich nicht um den heißen Brei reden. Wir wollen zurück nach Hause. Wir fliegen deswegen auch gleich los. Scheiße! Bin ich ein Knecht? Oh, scheiße. Also das Fliegen hat der und ich echt noch nicht drauf. Jetzt muss ich mich echt beeilen, denn der dampft hier schon. Deswegen mache ich jetzt lieber keinen Scheiß mehr und schieße auch nichts. Aber in GTA brauchen die Fahrzeuge, also haben echt eine lange Lebensdauer, finde ich. Bis sie wirklich abkacken dann. Aber ich glaube, er hier ist kurz davor. So, komm hoch hier. Jetzt crashen wir wieder. Weil Fallschirm habe ich jetzt auch keinen mehr mit. Es gibt bestimmt irgendwo so ein Perma-Fallschirm, das man immer einen hat. Und der ist bestimmt irgendwo in irgendeiner versteckten Gasse versteckt oder so. Oh Gott, nicht abstürzen. Er macht hier schon weniger Leistung, das merkt man. Das reicht ein Viertel. So, noch ein paar Raketchen über Los Santos abschießen. Oh nein, nicht abkacken, nicht abkacken. Oh Gott. Ach, da sind wir ja auch schon. Sollen wir nur mal gucken, wie ich den hier in meiner Garage parke. Start, you piece of crap. Hey, wo sind wir? Menschen mal. Let's go. Ist er kaputt? Ja, er ist kaputt. Oh. Nun ja. Vielleicht kommen wir irgendwie hier über die Dächer zurück. Oh, ich muss mich von den Bullen in Acht nehmen. Auf die habe ich jetzt gar keinen Bock noch. Da ist Chop. Hallo. Ja, feiner Hund, du feiner. Nein, mein Roller. Mein Cross. Ja, nerv nicht. So, wir sind zurück in der Wohnung. Und haben jetzt auch schon wieder 30 Minuten. Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich habe am Ende so 10 Minuten und schaff noch eine Mission. Oh Gott. Ich mache heute wahrscheinlich nichts mehr, denn ich bin todmüde, muss morgen arbeiten. Zum Glück nicht so lange, morgen ist endlich Freitag.
Dann heißt es zocken, zocken, zocken. Ich werde wahrscheinlich mal, wenn ich mehr Abonnenten habe, das kommt dann auf euch an. Wenn es euch gefällt, ihr mehr sehen wollt, ihr mich abonniert, was weiß ich, mehr Aufrufe, alles Mögliche, ihr mich unterstützt, werde ich mal einen Livestream oder irgendwas Ähnliches machen. Irgendwie so ein Special, irgendwie so ein 24-Stunden-Livestream, was richtig extrem geil ist. Oder mit einem Freund mal zusammen. Ich werde wahrscheinlich GTA Online auch dauerhaft mit einem Freund online spielen. Oder ich muss mal gucken, wie ich es mache. Der wird wahrscheinlich nicht so oft on sein. Besser gesagt, zu selten online sein, um mit ihm fest Gameplays zu machen. Deswegen muss ich doch nochmal schauen. Aber wird sich noch sehen. Ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen. Heute gab es leider nicht so viel Gesprächsstoff. Wird sich hoffentlich noch ändern. Ich hoffe, ja, wenn ihr genauere Fragen habt, wo das ist, ich kann euch einen Plan schicken oder sonstiges. Auch dies unter euch, die die ganze Map auswendig kennen. Wenn es da noch irgendwas Geiles gibt, wo wir mal hin können, keine Bange, es mir zu schreiben. Dann machen wir das nämlich in den nächsten Gameplays, wenn wir mal wieder so ein kleines Fun-Gameplay machen, ohne Mission, ohne alles. Das würde mich freuen. Nun gut, bis zum nächsten Mal und gute Nacht, euer Just Energy. Bis dann.